Freunde, Glück auf und willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters, wo wir gerade auf dem Weg sind zum letzten komischen Tempel, den wir rendern, wollte ich schon sagen, den wir reinigen sollen. Gaganus, Dinosis Gaga. Wo muss ich lang? Ich muss Stück nach hier. Stück nach hier, Stück nach dort. Der Peter ist immer fort. Aha. Na, ist doch aber eigentlich recht friedlich hier drin, ne? Ratte! Vorsicht! Oh, Gott sei Dank. Habe ich schnell reagiert. Das hätte tödlich enden können jetzt. Da ist doch schon wieder ein totes Piratskrieg. Hier liegen jede Menge Leichen von Eingeborenen und Weißen. Seltsam, sie haben gar keine Kleidung an. Das war eine Orgie, ich hab's genau erkannt. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ich möchte nicht in... Wo ist denn die Fackel? Ich möchte nicht... Nackte Leiche. Ich möchte... Ich war das nicht, ich war das nicht. Geh weg. Was passiert, wenn ich hier am Hebel ziehe? Dann sperre ich die Patty aus. Ist auch besser so. Wo nackte Kerle rumliegen, hat die nichts zu suchen. Nicht, dass die mir noch fremd geht. So. Rubin, Goldzepter und eine Schale. Was machst du denn schon wieder hier? Ich weiß ganz genau, dass ich dich ausgesperrt habe. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Übertreib es nicht, ja? Wir werden endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Du hast dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Brich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Doch sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Okay, die Masken lasse ich in Ruhe. Ich habe Angst vor dem. Ich habe sowieso schon genug Gold. Auf die paar kommt's mir jetzt nicht an. Die paar Münzchen. So, wir verlassen wieder dieses komische Gemäuer. Und tun jetzt endlich das, was ich beim letzten Mal tun wollte. Wir müssen ja immer noch hier rum, ne? Weil das Stück haben wir noch nicht kontrolliert. Und wie muss ich denn da? Wie muss ich denn da? Da muss ich hier lang. Verdammte Axt. Der eine Heini will uns ja auch immer noch zum Dorf zurückbringen. Was uns sehr ungelegen kommt, offen gesagt. Vielleicht sollten wir den erstmal suchen. Da ist er doch. Yala am Arsch. Da sind wir. Den Weg hier rauf, da ist unser Dorf. Vielen Dank. Bis gleich. Chi. Bis gleich, von wegen. Ich habe zu tun. Ich kann mich jetzt nicht mit dem beschäftigen. Ich muss jetzt erstmal noch was erkunden, damit wir hier mit der Erkundung mal fertig sind. Und dann können wir uns nämlich auch ganz entspannt auf unsere Aufgaben Concentration machen, oder was? Wir gehen nämlich einfach mal hier lang und dann hier hoch und dann kommen wir wieder in diesen schönen Tunnel. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie soll man es nennen? Pass? Ich nenne das jetzt einfach mal einen Hochpass. So. Dem folgen wir dann nämlich immer weiter. Da steht ja auch noch so ein eingeborener Lümmel rum. Und du wirst dich mit mir anlegen, du Mistgeflügelvieh. Ich hau dich in die Pfanne, du wandelnder Chicken Wing. Ich glaube, ihr wohl es hackt. Mich hier zu attackieren, da hat er richtig mal meine Wut zu spüren gekriegt. Ganz schwer zu öffnen war das jetzt, ganz schwer. Hallo? Mein Name ist Lord Peter, ich möchte keinen Ärger. Ganz ruhig zielen. Huzzah! Da.
Oh, das hat richtig gut geklappt hier. Oh, geh mal weg. Feuriges Etwas. Aber ein hübsches kleines Tal hier. Apropos hübsches kleines Tal, hätte ich doch fast schon wieder vergessen. Wir haben doch noch... Moment, Maracay. Heilige Scheiße, wie viele Quests haben wir hier? Ja... Waren wir da schon mal? Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Ich glaub's aber nicht. Wir werden sehen, auf jeden Fall müssen wir irgendwann mal dahin. Aber das dürfte ja kein Problem darstellen. Das sieht nämlich fast so aus, als wäre das für eine Quest recht wichtiges Gebiet. Von daher können wir das ruhig machen. Quests haben wir ja wirklich noch mehr als genug erstmal. Da können wir uns drum kümmern, ganz in Ruhe. Und Stück für Stück unsere Aufgaben abhaken. Hier ist jetzt nichts weiter gut. Hallo? Wenn es hier böse Lümmel gibt, die mir den Popo verhauen wollen, dann werde ich ganz schön böse. Zielen und Zenga! Ich glaube, je länger man zielt, desto besser klappt das auch mit den kritischen Treffern hier irgendwie. Weil die habe ich ja richtig weggeraucht, die Schweine. Oh, was ist denn hier los, Haufen Fackeln? Hallo? Mein Name ist Peter, ich will keinen Ärger. Der Peter, da steht er. Oh, was habe ich denn hier? Ach, das ist dieser Dingens-Schamane. Haha. Zu dem musste ich ja sowieso noch hin, aber vorher plündere ich bei dem mal alles, weil ich voll der gemeine Gemeinling bin. Und wie es aussieht, muss ich mich hier tatsächlich wieder konzentrieren. Nee. Hab's geschafft. Wer ist stolz auf mich? Komm schon. So, Kette des Jägers Proviant. Ja, ja, das können wir alles machen. Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi, Fremder? Oder willst du auch nur zerstören? Wie die anderen. Gut schaust. Ich will euch unterstützen. Die Tivas werden dich strafen, wenn du mit gespaltener Zunge sprichst. Ganz ruhig, alles ist gut. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. Zwei Guchos kommen zu den Maracay. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki, der Feind. Darum sehe ich sie mir genau an. Was ist das für eine Legende? Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer und vertreibt den Tod durch die Macht der Hike, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Shaka, der Maracay. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Ziemlich trostloses Leben. Trostlos. Ist das nur für diejenigen, die nicht sehen können. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. Kannst du mir dein Voodoo beibringen? Dein Voodoo ist schwach. Ich kann dir nichts zeigen. Ich will ja eigentlich auch gar nichts lernen, ihr Mensch. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Maracay eine große Ehre. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rassel als... Ah, die Rassel! Sehr gut. Corrientes schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas über das Blut der Ahnen. Warum macht dieser Gucho das?
Er hat das Blut der Ahnen bereits von mir erhalten. Sobald er es einnimmt, kann er die Feuerwand durchqueren. Aha. Wieso schickt er mich dann zu dir? Ich weiß es nicht. Aber das alles passt nicht zusammen. Vielleicht will der einen Vorsprung haben, der Arsch. Bei sich. Die Knochenhand des Tempels, der im Wasser schwimmt. Was? Er hatte die Knochenhand aus dem Wassertempel? Das kann nicht sein. Captain Garcia hat sie im Besitz. Es sei denn... Du sprichst unheilvolle Worte, Gucho. Wenn wahr ist, was du sagst, dann ist der Anführer der Blaurücke... Garcia. Dieses kleine, geleckte Mistschwein. Ich bring den Mistkerl um. Handle mit dem Kopf, Gucho. Nimm auch du das Blut der Ahnen an dich. Geh zu dem Blaurock und rücke alles an seinen Platz. Das ist kein Blaurock. Dann geh und verleih deinen Worten Wahrheit. Und wie das kein Blaurock ist, dieser miese kleine Hund? In dem Ahnengrab vor dem Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Dann wissen wir jetzt, von wem der Kabuki seine Kleider hat. Ja. Und was aus der richtigen Expedition geworden ist. Ich werde mich um die Toten kümmern, Hoshi. Gut, und wir kümmern uns um diesen kleinen, miesen Dreckshund. Aber vorher muss ich noch mit dem komischen Eingeborenen reden, der hier rumlümmelt. Weil ich will wissen, was der zu tun hat für uns, ne? Also angegriffen hat er uns ja nicht. Wir sind ja bei dem rumgestaxelt. Also ein Arsch kann es anscheinend nicht sein. Wird schon. Menschenskinder haben wir gerade viel zu tun. An allen Ecken warten Aufgaben auf uns. Burgopilz. Ein Pilz, ein leckerer Pilz. Das ist das Beste auf der Welt. Dieser Affe hat ganz schöne Krallen. Ich bin bei dir. Mistflicher. Dieser Affe ist ganz schön tot. Wer war das? Hier rennt ein Tierquäler rum. Ah, was mache ich? Außer Unsinn natürlich. Aha, und jetzt bin ich hier nämlich wieder in dem Durchgang. Genau. Das heißt, hier ist die Höhle, die wir noch nicht erkundet haben. Und da vorne ist auch der komische Wurzelzwerg. Hallo. Oh, Gucho. Sheko Tufas Ono Mortau. Genau. Weißheilmann kommt hierher, ohne anzugreifen. Du bist kein normaler Pirat. Naja, ich tue, was ich kann. Sheku? Was meinst du mit Sheku? Wieso tust du das, Gucho? Naja, ich schätze, weil... Du musst dir nicht alles töten. Wieso soll ich dir das überhaupt erzählen? Hä? Wer bist du eigentlich? Ich bin Pandu, Tufas der Marakai. Ich habe mich für die Jagd in den Dschungel zurückgezogen. Sobald ich Stärke und Weisheit erlangt habe, werde ich ein Tonka. Wieso willst du ein Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Ich werde mich nun der Jagd widmen. Gut, also der Kerl hilft uns aktuell nicht groß weiter. Da gehe ich jetzt einfach mal in die Höhle rein. Mal gucken, was ich hier noch so Spannendes finde. Ich meinte jetzt eigentlich außer Dunkelheit und nichts. Ratte, 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 Ratte! Oh, das war knapp jetzt. Viehzeug! Guten Tag! Schädlingsbeseitigungsdienst, Lord Peter am Start. Ich bin gekommen, um hässliche Kreaturen zu vernichten. Sterben Sie wohl! Arschloch! Oh oh, mach was! Schon erledigt, ich hab was gemacht, weil du zu langsam warst, blöde Trine. So, zum Sammeln gibt's hier jetzt nichts oder wie? Gib mir mal eine Fackel, ey, das ist dunkel. Probier ich nochmal hier oben mein Glück. Auch schön, dass in der Höhle Vogelgezwitscher ist. Geht's denn hier lang? Ach, nur hier vor. Gut. Warum sind hier Fackeln? Ich will das wissen. Okay, das war kein Feind, das war ein Felsen. Peter, du bist echt ein Felsenbezwinger, weißt du das? Eine sehr, sehr, sehr verschlossene Truhe, die sehr, sehr verschlossen ist. Jetzt nicht mehr. Fechtschwert, blablabla, naja gut. Nein, nein, nein! Oh, das hätte jetzt ganz schön ins Auge gehen können.
Wieso sind hier überall Fackeln? Hier steht auf jeden Fall ein Bett. Wer wohnt hier? Ich will das sofort wissen. Wer wohnt hier und warum? Hatte! Und wo bin ich jetzt rausgekommen? Erstmal vor Wut hier rumhacken? Keine Ahnung, wo ich bin, da werde ich sauer und muss richtig schön die Hacke schwingen. So. 5 Goldbrocken erhalten. LOL? Ich bin im Dorf rausgekommen. Das kam jetzt wirklich unerwartet, muss ich gestehen. Gut, wir haben Feuerschoten. Spürt ihr? Ja, ja, ich spüre. Ich behalte dich im Auge. Spürt ihr? Wollte ich gar nicht. Hier ist die Höhle, ich muss aber nach oben. Ich muss nämlich zum Häuptling und dann muss ich zu der komischen Alten, die so komische Sachen kocht, die mich eventuell umbringen oder aber gut schmecken. Auf jeden Fall kann ich nicht mehr reden, wenn ich das futter. Hakeke hat die Tatze des schwarzen Jägers. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Salu war immer der Schnellste. Oh, oh. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Das wird den beiden nicht gefallen. Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Hakeke und sag ihm, dass der Jäger Kenan das Dorf verlassen hat und auf ihn in der Wildnis wartet. 4 Federn dienen als Fährte und werden Hakeke den Weg weisen. Ja, ich weiß jetzt zum Glück, wo der ist. Jäger, sei seine Prüfung bestanden. Gut. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protektor Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Kannst du mir Voodoo beibringen? Nein, Gucho. Dein Weg ist nicht der Weg des Voodoo. Du hast einen starken Willen, aber die Ahnen der Marakai werden dich nicht erwählen. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Ist ja gut. Wo ist denn jetzt die komische Köchin? Ich dir haben gebracht Feuerschoten. Ja, ich habe 4 Feuerschoten für dich. Ich hoffe, du hast nicht versucht, sie zu essen. Nein, die brennen schon auf der Haut. Gut, warte, Gucho. Hier hast du deine Belohnung. Und du bist sicher, dass man das essen kann? Ono palava. Kayala, Gucho. Nicht quatschen, machen. Lieber nicht, nachher kann ich nicht mehr sprechen. Weil vielleicht kann ich das ja für irgendwas anderes noch benutzen. Goodie. Pflanze auf jeden Fall. Wie sieht's überhaupt jetzt aus mit den Aufgaben? Erbe, Totenruhe. Gestohlen haben. Sie möchte, dass ich ihre Idole zurückbringe. Ach, ich habe die Idole schon. Dann könnte ich mit diesen Idolen ja rein theoretisch zu der Dame hingehen. Der Untergang! Und dann freut die sich ein Ast drüber, oder was? Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Tawonga Samo Gucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Das ist beides Kacke. Ich will den Totenkopfring. Möge er dich schützen. Ich habe alle Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken liegen nun wieder an ihrem Platz. Ich spürte bereits eine Besänftigung der Hike. Sprich mit unserem Schamanen Osamu.
Habe ich schon. Deine Tat belohnen. Naja gut, Freunde, ich würde sagen, für heute ist mal wieder Schluss und beim nächsten Mal widmen wir uns den nächsten Aufgaben. Ich gehe mal schon mal zu unserem Kumpel hier hin, weil mit dem müssen wir ja quatschen, ne? Macht's gut, Leute. Platz im Reich der Toten erhaltet.